Herzlich willkommen bei den Rottal-Inn-Kliniken. Die Rottal-Inn-Kliniken garantieren die umfassende Versorgung der Menschen unserer Region mit Gesundheitsleistungen. Die moderne Schwerpunktklinik in Eggenfelden, die Klinik für Innere Medizin, Altersmedizin und Orthopädie in Pfarrkirchen und die renommierte psychosomatische Klinik in Simbach am Inn bilden einen starken Verbund in ihrer Heimat. 1974 wurde das Krankenhaus Eggenfelden errichtet und ist seitdem kontinuierlich gewachsen. Jährlich werden in den Rottal-Inn-Kliniken rund 35.000 Patienten ambulant und 23.600 stationär behandelt. Mehr als 1.300 Menschen arbeiten in den Rottal-Inn-Kliniken. Ärzte, Krankenpfleger und medizinisch-technische Mitarbeiter begleiten die Patienten von der Prävention über die Therapie bis zur Nachsorge. Wir sind stolz über die hohe Patientenzufriedenheit, die wir in Umfragen immer wieder bestätigt bekommen haben. Auch unsere Behandlungsqualität liegt auf einem sehr hohen Niveau. Dieses wurde in verschiedenen Qualitätskontrollen immer wieder bestätigt. Diesen Erfolg verdanken wir vor allem unseren engagierten Mitarbeitern, die sich mit Kompetenz und Herz um unsere Patienten kümmern. Die Rottal-Inn-Klinik Eggenfelden verfügt über folgende Abteilungen. Zum Teil in Kooperation mit niedergelassenen Ärzten. Das Notaufnahmezentrum ist eine eigenständige, interdisziplinäre Abteilung des Krankenhauses Eggenfelden und ist die zentrale Anlaufstelle für alle Notfälle. Chefarzt Oliver Zorn und sein Team kümmern sich zügig um die Erstversorgung und koordinieren alle nötigen Diagnoseschritte. Als regionales Traumazentrum versorgen wir schwerst verletzte Patienten nach den neuesten Behandlungsmethoden, angefangen von der Patientenaufnahme zur Schockraumbehandlung bis hin zur Versorgung im Operationssaal. In der Abteilung Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie werden Erkrankungen der inneren Organe wie Magen und Darm behandelt. Unsere Abteilung ist besonders spezialisiert auf die Behandlung von Erkrankungen von Gallenblase, Gallenwegen, Leber, Bauchspeicheldrüse, Magen- und Darmtrakt. Für die Untersuchung und Behandlung dieser Organe stehen uns insbesondere im Bereich der Endoskopie und Ultraschalldiagnostik modernste Untersuchungstechniken zur Verfügung. Die Abteilung Kardiologie ist auf Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie akute Herzinfarkte, Herzschwäche und Herzrhythmusstörungen spezialisiert. In unserem Herzkatheterlabor haben wir die modernsten Möglichkeiten, die heute zur Verfügung stehen, um Herzinfarkte zu behandeln. Außerdem besteht in der Kardiologie dieses Hauses jede nicht invasive Möglichkeit, um ihre Herzerkrankungen gut und sicher zu diagnostizieren. Um die Bevölkerung für das Thema Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Gesundheitsvorsorge zu sensibilisieren, holten die Rottal-Inn-Kliniken im November 2012 im Rahmen der Herzwochen das weltgrößte Herzmodell nach Eggenfelden. Besucher konnten beim Betreten des Modells das Herz und seine Funktionsweise eindrucksvoll kennenlernen. Das Krankenhaus Eggenfelden ist Teil des TEMPIS-Netzwerkes, eines regionalen Zusammenschlusses von Spezialisten der Schlaganfallzentren München-Herlaching und der Universitätsklinik Regensburg. Wird ein Schlaganfallpatient in die Notaufnahme eingeliefert, kann der behandelnde Arzt sofort per Videokonferenz einen Schlaganfallexperten konsultieren und mit ihm zusammen die bestmögliche Behandlung für den Patienten abstimmen. Im Bereich der Allgemein- und Viszeralchirurgie spielt das 2011 gegründete Hernienzentrum eine große Rolle. Unser Team aus spezialisierten Ärzten bietet für unsere Patienten individuelle Behandlungskonzepte an. Wir schneiden diese Konzepte auf die Bedürfnisse unserer Patienten zu. Wir favorisieren dabei die minimalinvasive Chirurgie, also die Chirurgie durch kleinste Schnitte. Operationen an der Schilddrüse wie Knotenentfernung gehören zu den häufigsten Eingriffen der Chirurgie. Die neu eingerichtete Abteilung für Gefäßchirurgie befasst sich mit der Diagnostik und Behandlung von Störungen der Blut- und Lymphgefäße.
Im krankenhauseigenen Wundzentrum werden schlecht heilende Wunden wie offene Beine von speziell ausgebildeten Pflegern versorgt. Die Unfall- und Wiederherstellungschirurgie befasst sich mit der Behandlung von Verletzungen und Verletzungsfolgen. Schwerpunkte der Abteilung sind zum Beispiel Eingriffe an der Wirbelsäule, Knie- und Schultergelenksoperationen, insbesondere bei Sportverletzungen. Dr. Christian Hein ist Facharzt für Neurochirurgie und behandelt alle stationären und ambulanten Patienten bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems und der Wirbelsäule. Die Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe unter der Leitung von Dr. Jürgen Terhaag deckt das gesamte Spektrum der Frauenheilkunde ab. Dazu zählen auch Krebs- und Inkontinenzbehandlungen. Einen weiteren Schwerpunkt bildet das zertifizierte Brustzentrum, in dem Erkrankungen der weiblichen Brust abgeklärt und behandelt werden. Für Fragen zu Schwangerschaft, Geburt und Erziehung bieten die Kurse und Vorträge der Elternschule hilfreiche Informationen und Tipps. Im Kreissaal werden Kinder in familiärer Geborgenheit geboren. Diagnostik und Therapie verschiedenster Krankheiten der oberen Atemwege, Nebenhöhlen, der Ohren sowie des Kopf-Halsbereiches werden von den HNO-Belegärzten durchgeführt. Das Fachzentrum für Urologie besteht aus einem Team von erfahrenen Ärzten, die auf alle Arten von Harnwegserkrankungen inklusive Stein- und Tumortherapie und Männerheilkunde spezialisiert sind. An der urologischen Belegabteilung wird das gesamte Spektrum der operativen und konservativen Urologie angeboten. Nach Möglichkeit führen wir sämtliche Operationen minimalinvasiv, das heißt ohne großen Bauchschnitt, durch. Im Bereich Radiologie und Nuklearmedizin besteht eine Kooperation mit der Radiologischen Gemeinschaftspraxis. Neben Röntgen- und Ultraschalluntersuchungen bietet die im Krankenhaus gelegene Praxis die gesamte Palette bildgebender Verfahren wie Computertomographie, Kernspin, Knochendichtemessung und Nuklearmedizin an. Patienten aller Fachabteilungen steht ein umfangreiches Angebot an pflegerischen und therapeutischen Leistungen wie Massagen, Krankengymnastik, Logopädie und Ergotherapie zur Verfügung. Kranksein ist oft mit Ängsten, Unsicherheit und innerer Unruhe verbunden. Unsere herzlichen und engagierten Seelsorger sind für die Patienten da, wenn sie sie brauchen. Die bestmögliche Versorgung unserer Patienten ist oberstes Ziel. Persönliche Zuwendung und Einbeziehung des Patienten eine Selbstverständlichkeit. Wir sind für Sie da, 24 Stunden rund um die Uhr. Die Rottal-Inn-Kliniken nehmen die Ausbildung selbst in die Hand. In der Berufsschule für Krankenpflege werden junge Leute in Theorie und Praxis zu Gesundheits- und Krankenpflegern ausgebildet und später in allen drei Kliniken eingesetzt. Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Nutzen Sie auch das Meinungsformular in der Patientenmappe. Das Team der Rottal-Inn-Kliniken wünscht Ihnen eine schnelle Genesung und einen angenehmen Aufenthalt in unserer Klinik.